Das wohl mysteriöseste Gerät, was wir in der Tontechnik so haben, ist die DI-Box. Und ich habe schon sehr viele interessante Geschichten gehört, was Menschen so glauben, was die DI-Box tut und wie sie sie verwenden. In diesem Video möchte ich gerne ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und erklären, was eine DI-Box eigentlich macht. Mein Name ist Benny und auf diesem Kanal möchte ich dir gerne Tipps und Tricks zur Verfügung stellen, die dich in dem, was du tontechnisch machst, weiterbringen. Falls du noch kein Abonnent bist, darfst du das sehr gerne nachholen, aber jetzt gehen wir zum eigentlichen Thema, die DI-Box. DI steht für Direct Injection und sie ermöglicht uns, Instrumente wie zum Beispiel Keyboards, Akustikgitarren mit Abnehmern oder auch iPhones oder ähnliches, direkt an das Mischpult anzuschließen. Ich nehme mal an, dass genau daher auch der Name DI-Box geht, nämlich direkt anschließen. Auch Instrumente oder Signale, die eigentlich keine typischen Mikrofonsignale sind und somit auch von dem Mischpult nicht so gerne genommen werden. Aber darum geht es ja genau jetzt. In diesen DI-Boxen passieren grundsätzlich drei Dinge, die uns helfen, das Signal richtig gut zu verarbeiten. Und fangen wir einfach mal mit dem Einfachsten an. Diese DI-Box bietet uns die Möglichkeit, laute Signale, also Signale mit viel Power reinzuschicken und trotzdem am Ende ein Mikrofonsignal rauszubekommen. Warum ist das wichtig? Weil ganz viele Mischpulte wahrscheinlich mit der schieren Pegellast eines vollkommen ausgesteuerten Keyboards überfordert werden. Und diese DI-Box, die hier gerade auseinanderfällt, der Link ist rausgedreht. Drehen wir ihn doch mal wieder rein. Bietet uns die Möglichkeit, hier einen Pad einzuschalten. Pad für alle Klugscheißer bedeutet Pre-Amplified Dampening. Schon wieder was gelernt. Und hier kann ich bei dieser DI-Box zum Beispiel um 20 dB oder um 40 dB das Signal absenken. Diese andere DI-Box, die ich hier habe, bietet mir minus 30 dB, also zwischendrin. Und somit kann ich auch sehr laute Signale von der Bühne nehmen und hier auf Mikrofonsignalpegel bekommen, was mir meine Mischpulte dann danken. Die zweite Sache ist eine Impedanzanpassung. Was ist das denn? Impedanzanpassung. Impedanz ist eigentlich nichts anderes als ein frequenzabhängiger Widerstand. Und man muss es gar nicht so hundertprozentig verstehen. Das einzig Wichtige daran zu wissen ist, dass es eine Ausgangsimpedanz gibt und eine Eingangsimpedanz. Ein Mikrofon hat eine Ausgangsimpedanz und ein Mischpult hat eine Eingangsimpedanz. Und wichtig ist, dass diese beiden Impedanzen miteinander gut funktionieren. Die Faustregel lautet, die Eingangsimpedanz des Mischpults zum Beispiel sollte um Faktor 10 mindestens größer sein als die Ausgangsimpedanz meines Geräts, was davor ist. Mikrofon zum Beispiel. Jetzt ist unser Problem, dass Gitarren und auch andere Instrumente eine sehr hohe Ausgangsimpedanz von im Kilo-Ohm oder im Mega-Ohm-Bereich gerade haben. Und unsere DI-Box gibt uns jetzt die Möglichkeit, aus einer Kilo-Ohm- oder Mega-Ohm-Impedanz eine einige Hundert-Ohm-Impedanz zu machen. Das sind so typische Werte, die Mikrofone haben. Mikrofone haben in der Regel so einige Hundert-Ohm-Impedanz. Gucken wir doch einfach mal, was so ein Mikrofon hat. Ich habe mir hier einfach mal ganz random, zufällig auch auf Deutsch gesagt, eine Bedienungsanleitung genommen von dem Biodynamic MM1 Messmikrofon, Deutsch, Nennimpedanz, 330 Ohm. 330 Ohm ist eine typische Mikrofonimpedanz und mein Eingang hat wahrscheinlich einige tausend Ohm. Am besten eine DI-Box vor eine Akustikgitarre oder ein Keyboard oder sowas setzen und dann bin ich sicher, dass der Eingang und der Ausgang gut miteinander harmonieren. Was passiert, wenn ich das nicht tue? Ganz einfach, ich habe Signalverlust auf dem Weg von dem Instrument zum Mischpult. Das bedeutet zum Beispiel, dass meine Transienten weich werden, dass alles eher so ein bisschen undefiniert und matschig klingt. Und im Gegenteil dazu, wenn die Impedanz richtig passt, dann habe ich keine Verluste. Ich habe noch den gleichen Pegel
am Ende der Signalkette wie am Anfang der Signalkette. Ich habe harte Transienten, ich habe Klarheit. Das macht die Impedanz. Manche Geräte bieten die Möglichkeit, die Impedanz umzuschalten und somit auf das entsprechende Mikrofon anzupassen. Das kann natürlich auch ganz speziell genutzt werden, um den Klang zu verändern, also um den Klang definierter oder auch undefinierter zu bekommen, um Höhen zu verlieren, um den Pegel herabzusetzen und so weiter. Aber ich schweife ab, kommen wir zurück zum Thema, nämlich das dritte und vielleicht sogar wichtigste, was die iVox macht, ist das Signal, das es bekommt, zu symmetrieren. Was bedeutet das? In der Regel sind die Signale, die Instrumente ausgeben, also Keyboards oder Gitarren, unsymmetrisch. Unsymmetrische Signale haben das Problem, dass sie sehr störanfällig sind. Also auf einer Bühne hat man zum Beispiel Licht, man hat Mobilfunk, man hat irgendwelche Dimmer, man hat Strom liegen und diese ganzen Dinge, die können auf ein Tonsignal negativ Einfluss nehmen und zum Beispiel Brummen, Surren, was auch immer für Störgeräusche hervorrufen. Je länger die Strecke ist, die man überbrücken muss, desto schwieriger wird es, weil je mehr Möglichkeit hat das Störgeräusch auf das Signal einzuwirken. Das bedeutet, man muss dem irgendwie entgegenwirken und ein symmetrisches Signal ist die Lösung. Aus einem unsymmetrischen Signal ein symmetrisches Signal zu machen, geht folgendermaßen. Am Ausgang der DI-Box wird das Signal zweimal und nicht nur einmal abgegriffen. Und zwar einmal phasenrichtig und einmal phasengedreht. Jetzt läuft eben auf dem Kabel, das zu meinem Mischpult läuft, zweimal das gleiche Signal auf einem Kabel, und zwar einmal phasenrichtig und einmal phasengedreht. Und jetzt auf dem ganzen Weg kommen die Störteufelchen und wollen auf das Signal negativ einwirken und wollen brummen und wollen surren und wollen summen und machen und tun und lassen und was sie auch immer wollen, aber wir wollen das ja nicht. Das bedeutet, diese Störgeräusche prasseln auf das Kabel ein. Aber am Eingang des Mischpults wird jetzt eine dieser beiden signalführenden Adern in der Phase gedreht. Was passiert? Wer im Physikunterricht aufgepasst hat, weiß, dass Wellen, die sich gleichphasig überlagern, sich gegenseitig verstärken und Signalanteile, die sich gegenseitig überlagern, auslöschen. Und unser Nutzsignal ist ja jetzt gleichphasig durch die Drehung am Mischpulteingang und wird daher verstärkt. Und unsere Störsignale sind gegenphasig durch die Drehung und werden somit ausgelöscht. Perfekt. Das ist ein einfaches wie geniales Prinzip, um Signale über längere Strecken ohne Verluste und ohne Störungen übertragen zu können. Also, unsere DI-Box macht drei Dinge. Erstens eine Pegelanpassung an Mikrofonsignal. Zweitens eine Impedanzanpassung. Und drittens die Symmetrierung. Jetzt noch ein kleiner Tipp für alle Musiker. Ein ultralanges Klinkenkabel für dein Instrument ist vermutlich nicht die beste Variante, denn alle Störungen, die man sich vor der DI-Box einfängt, sind natürlich auf dem Signal drauf. Auch durch die Symmetrierung kann man die nicht mehr loswerden. Man sollte daher darauf achten, die unsymmetrischen Signalwege so kurz wie möglich zu halten. Also dein Gitarrenkabel zum Beispiel so kurz wie möglich und so lang wie nötig nur zu haben, so früh wie möglich in eine DI-Box reinzugehen und danach hast du mit dem symmetrischen Signal mit Sicherheit keine Probleme mehr. Aber wie gesagt, wenn du ein ultralanges Klinkenkabel hast, unsymmetrisch, dann kann das nicht gut gehen, beziehungsweise andersrum gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ist deutlich höher als mit einem kurzen 3 oder 5 Meter langen Klinkenkabel. Wenn man von symmetrischen oder unsymmetrischen Kabeln spricht, ist es übrigens etwas irreführend. Denn symmetrisch oder unsymmetrisch bedeutet nicht, wie viele Pins ein Kabel hat, sondern wie das Signal aufgebaut ist, wie ich ja vorhin erklärt habe. Das heißt, man kann mit diesen beiden Klinkenkabeln unterschiedliche Signale übertragen. Mit diesem Kabel hier, das hat vorne Tip, Ring und Sleeve, also drei Pole. Und dieses Kabel hier hat nur Tip und Sleeve, also zwei Pole. Auf Sleeve ist jeweils die Abschirmung des Kabels und auf Tip ist die Signalführung. Jetzt ist dieses Kabel schon am Ende. Und dieses Kabel kann zudem noch ein zweites Signal führen. Und daher braucht man ein dreipoliges Kabel, um symmetrische Signale übertragen zu können. Dieses Kabel mit nur zwei Polen kann das nicht.
Denn hier habe ich nur die Abschirmung und eine signalführende Ader. Und für ein symmetrisches Signal brauche ich ja einmal das Phasenrichtige und einmal das Phasengetrete. Also ich brauche zwei signalführende Adern. Das wäre hier der Fall. Signal positiv, Signal negativ und die Abschirmung. Wenn du dir also in einem Musikhaus ein symmetrisches Kabel kaufst, hast du nicht automatisch am Ende immer ein symmetrisches Signal, sondern lediglich ein Kabel mit drei Pins am Stecker und mit drei Adern, nämlich dem Signal positiv, Signal negativ und der Schirmung gekauft. Und du brauchst dann trotzdem immer noch eine DI-Box, um tatsächlich ein symmetrisches Signal zu bekommen. Also von deiner Gitarre gehst du mit einem solchen Klinkenkabel mit zwei Polen an die DI-Box und dann von dort mit XLR weiter. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte und du jetzt ein bisschen ein besseres Verständnis dafür haben kannst, was die DI-Boxen tatsächlich machen und welche Vorteile sie dir in deinem Alltag bringen, dass sie nicht einfach nur ein Adapter sind und man sie nicht durch ein einfaches Kabel austauschen kann, sondern sie einen wichtigen Dienst, insbesondere auf der Bühne, tun. Wenn dir dieses Video gefallen hat und es hilfreich für dich war, dann hinterlass doch einfach ein Like, es würde mich sehr freuen. Mach's gut, bis dann.